Das Landgericht in München heute Morgen. Es ist absurd. Zwar besteht kein dringender Tatverdacht mehr, und doch lautet die Anklage gegen Manfred Genditzky Mord. Der 62-Jährige soll vor 15 Jahren eine alte Frau umgebracht haben. Zweimal wurde er schon höchst umstritten verurteilt. Genditzky wird bei diesem Wiederaufnahmeverfahren von seiner Anwältin Regina Rick vertreten. Ich hoffe, dass der Herr Genditzky bald freigesprochen wird. Mir war nicht ganz klar, warum jetzt noch mal 20 Hauptverhandlungstage dafür erforderlich sein sollen. Aber wir werden sehen. Wir rechnen fest mit dem Freispruch. Ein absurdes Spektakel zwischen Manfred Genditzky und dem Landgericht München geht weiter. 20 Tage wird erneut wegen Mord gegen ihn verhandelt. August vergangenes Jahr. 4912 Tage Stacheldraht, Einzelzelle. Als sich die Tore der JVA Landsberg für Manfred Genditzky überraschend öffnen, ist eine große menschliche Tragödie vorerst beendet. Es ist natürlich einer der größten Justizskandale in der Nachkriegsgeschichte. Ich glaube nicht, dass es viele andere Fälle gibt, in denen jemand 13,5 Jahre zu Unrecht gesessen hat. Das Münchner Landgericht sperrte Manfred Genditzky als Mörder ein. Nun heißt es, kein dringender Tatverdacht mehr. Wir treffen ihn vor einigen Tagen in Rottach-Egern. Familienleben, die Kinder aufwachsen sehen, Spaziergänge mit seiner Frau. Es wurde ihm genommen. Das Vögelgezwitscher hatten Sie lange nicht, ne? Nee. Vogelgezwitscher oder das freie Spazieren hier. Was bedeutet einem dann sowas? Das kann man mit Worten gar nicht beschreiben. Das ist wunderschön. Da kann man nur jeden Tag genießen. Seit 8 Monaten ist er wieder frei, aber noch nicht befreit. An den Narben der Gefängniszeit muss er arbeiten, auch mit seiner Frau, die trotz der privaten Katastrophe ihr Eheversprechen hielt. Wir müssen einfach wieder auch zu uns finden. Wissen Sie, das ist nicht zu beschreiben. Ich werde jetzt nicht alles rosa-rot reden, das geht nicht. Weil wir sind dabei, ich liebe meine Frau über alles, aber wir sind auf einem guten Weg. Aber 13 Jahre und 7 Monate, die sind einfach weg. Und die kann man so schnell nicht aufholen, das ist so. Der Fall sorgte als sogenannter Badewannenmord von Rottach-Egern 2008 für großes Aufsehen. Manfred Genditzky besucht mit uns die Steinfeldstraße. Dort war er als Hausmeister tätig und dort soll er Lieselotte Kortüm angeblich umgebracht haben. Wo haben Sie gewohnt, Herr Genditzky? Das war ganz oben, unter Dach. Frau Kortüm wohnte wo? Genau gegenüber von meiner. Also da ist so ein Längsbalkon und da konnte man direkt auf die Wohnung von der Frau Kortüm schauen. In der Wohnanlage gibt es 47 Einheiten. Lieselotte Kortüm ist 87 und vereinsamt. Sie hat ein gutes Auskommen, wohnt zur Miete. Hausmeister Manfred Genditzky betreut sie seit Jahren. Sie ruft ihn mehrmals täglich an, er kauft ihr ein, besorgt Medikamente, erledigt hilfsbereit Dinge aller Art. Das Verhältnis ist innig. Sich zu kümmern, ist ein Versprechen an deren verstorbenen Ehemann. Den habe ich in der Hand versprochen, damit ich auf sie aufpasse. Das hat er mir gesagt. Wenn ich mal nicht mehr da bin, pass auf meine Frau auf. Und da habe ich gesagt, das mache ich. Und das habe ich gemacht. Ja. Das habe ich gemacht. Und das habe ich gerne gemacht. Die Rentnerin muss im Oktober 2008 wegen Durchfall ins Krankenhaus. Die Pflegebedürftige hat viele Vorerkrankungen. Bluthochdruck, Herzinsuffizienz, kleinere Schlaganfälle, eine chronische Darmerkrankung. Sie hat anfallsartige Bewusstseinseintrübungen, sie nimmt blutverdünnende Mittel. Am 28.10.2008 holt der Hausmeister die Rentnerin wieder ab. Sie wird auf eigenen Wunsch entlassen. Kurz vor 15 Uhr trinken beide noch einen Kaffee. Sie rechnen Auslagen ab, dann geht Genditzky. Der Pflegedienst findet die alte Frau am Abend tot auf. Sie liegt so, wie diese Animation zeigt, kopfüber in der Wanne. Wasser rinnt in den Überlauf. Die Lage der Leiche wird eine große Rolle spielen. Unfall oder Mord? Der Rechtsmediziner notiert nach der Obduktion Haushaltsunfall, Tod durch Ertrinken in der Badewanne. Dann ermittelt plötzlich die Kripo. Zwei Hämatome unter der Kopfhaut seien auffällig. Die Polizei schließt einen Sturz aus. Der letzte, der die Frau sah, Manfred Genditzky.
Er wird verhaftet. Für die Anwältin Regina Rick trägt der Gerichtsmediziner eine Mitschuld. Der Gerichtsmediziner, der die Leiche obduziert hat, ist ja zunächst von einem Sturzgeschehen in die Badewanne ausgegangen, was es sicher auch war. Danach ist offensichtlich die Polizei oder sind die Ermittlungsbehörden auf ihn zugegangen und haben ihn zur Tatortbesichtigung geladen. Ich vermute, dass sie ihm da gesagt haben, dass der Herr Genditzki verdächtig ist. Und danach hat er dann seine Meinung radikal geändert und die Kopfschwartenhämatome, die er zunächst für völlig unauffällig gehalten hat, waren dann plötzlich Ausfluss stumpfer Gewalt. Die Staatsanwaltschaft behauptet, eine Bewusstlosigkeit mit Sturz, ein Unfall, so wie diese Animation zeigt, sei ausgeschlossen. Der angenommene Tatablauf der Ermittler geht so. Im Wohnzimmer sei es wegen Geld zum Streit gekommen. Genditzki habe Lieselotte Kortüm gestoßen oder mit etwas auf den Kopf geschlagen. Sie sei bewusstlos hingefallen. In Panik rief er um 14.57 Uhr den Hausarzt an. Legte aber zweimal schnell wieder auf. Dann entschloss er sich zum Mord, sagen die Ermittler. Er soll die 75 Kilo schwere Frau ins Bad geschleppt und minutenlang Wasser eingelassen haben. Dann habe er sie mindestens 5 Minuten ertränkt und Krückstock und Schuhe so drapiert, dass es nach einem Unfall aussah. Um 15.09 Uhr habe er vom Handy aus dem Auto heraus dem Pflegedienst eine Nachricht aufgesprochen. Und all das in nur 11,5 Minuten. Gab es ein Motiv? Nein, es gab kein Motiv. Gab es eine Tatwaffe? Es gab keine Tatwaffe, nein. Von Herrn Genditzki waren überhaupt keine DNA-Spuren im Badezimmer zu finden. Dort befand sich nur DNA von der Frau Kortüm. Im Mai 2010 verhandelt das Landgericht München. Genditzki widerlegt, Geld genommen zu haben. Doch der Staatsanwalt nennt plötzlich ein neues Motiv. Lieselotte Kortüm habe mit ihm wegen seiner Mutter gestritten. Genditzki dann in Wut zugeschlagen. Das Gerichtsurteil lebenslänglich. Das Wichtigste und das ist die Hauptaufgabe der Strafverfolgungsbehörde, ist, dass man ein Urteil, an einem Urteil mitwirkt durch entsprechende Anträge, das zum Schluss dem entspricht, was sich tatsächlich ereignet hat. Januar 2012. Vor dem Landgericht München wird erneut verhandelt. Revision, denn das plötzlich neu ausgedachte Motiv des Staatsanwalts hat dazu geführt, dass der Bundesgerichtshof das Urteil kassiert hat. Die Schwestern, eine Tochter, die Ehefrau, alle sind zur Urteilsverkündung gekommen. Ich bin ziemlich nervös, sehr nervös. Alle Beobachter erwarten diesmal einen Freispruch. Zu konstruiert sind Motiv und Tatablauf. In der ersten Verhandlung, das war schlimm. Da habe ich gedacht, die Wahrheit interessiert keinen. Die zweite Verhandlung lief ähnlich. Da haben wir so viele Sachen haben wir aufgedeckt und das hat keinen interessiert. Und wenn ich dann reingekommen bin und da sitzen da zig Polizeibeamte, da wird keiner freigesprochen, da werden sie verurteilt. Nochmal. Ein nie zuvor straffälliger Mann soll ohne wirkliches Motiv eine 87-Jährige wie ein Profikiller umgebracht haben. Die Verteidigung fertigt Videos, die einen Sturz der kranken Dame absolut möglich erscheinen lassen. Zwei unabhängige Gerichtsmediziner stützen diesen Unfallhergang. Doch das Gericht urteilt 2012 kein Sturz, Mord. Genditzki bekommt erneut lebenslänglich. Stern TV ist damals beim Urteil dabei. Genditzkis Schwester und seine Frau sind fassungslos. Das geht überhaupt nicht. Das geht. Nee. Für Ehefrau Maria beginnt eine unglaublich harte Zeit. 84.000 Euro Prozesskosten haben die Familie ruiniert. Die Ukrainerin zieht nun 2 Kinder allein auf. Die Tochter kommt während der Haftzeit zur Welt. Da ihr Mann immer seine Unschuld beteuert, erwartet ihn keine vorzeitige Entlassung. Sie hält immer zu ihm. Oft ist sie an ihrer Belastungsgrenze. Es ist nicht gesamte Familie, verstehen Sie, wie ich meine? Und für mich ist es schwierig, Papa und Mama Rolle übernehmen. Ich versuch's. Aber ja, ist schwierig. Nicht alles klappt, wie ich möchte. Also du lebst dein Leben weiter, wie es ist. Und irgendwann kommt der Tag, da hast du ihn einfach wieder.
Dann freut man sich auch, damit er wieder da ist. Dann ist er nicht weg von dir. Denkt ihr, der Tag kommt bald? Ja, er muss bald kommen. Seit 8 Monaten ist er nun wieder da. Tochter Nikita versucht aufzuholen, was das bayerische Rechtssystem verhindert hat. Spaziergänge, Gespräche, Nähe. Es war sehr traurig, so ohne ihn aufzuwachsen, aber man konnte nichts ändern und ja. Hast du ihn vermisst? Ja, ganz toll. Und jetzt, wir sind alle ganz glücklich jetzt, dass er da ist. Und, ja. Das ist aber, glaube ich, für ein junges Mädchen oder für ein Kind überhaupt schlimm, weil ihr konntet euch ja eigentlich nur einmal im Monat sehen, oder? Ja, das beißt schon, weil man hat so auf der Straße andere Kinder mit ihrem Vater rumlaufen sehen und das hatte ich eben nicht, aber... Jetzt hast du ihn mir. Ja. Manfred Genditzki musste im Gefängnis Privatinsolvenz anmelden. Er war Alleinverdiener, sorgte für die Familie. Finanziell ist er vernichtet. Er hat alles verloren, was er besaß, auch sein geliebtes Haus in Norddeutschland. Das war das Endergebnis, die rechte Doppelhaushälfte. Da haben wir gebaut und da haben wir auch gebaut. Das haben Sie alles selber gemacht? Ja, mit einem Freund zusammen haben wir das selber gemacht. Und da waren wir am Fliesenlegen für die Terrasse. Und das Haus war dann nicht mehr zu bezahlen und nicht mehr zu halten? Wenn man die Raten nicht mehr bezahlen kann, ist das Haus weg. Ganz einfach. Das wurde halt dann auch, was weiß ich, unter dem Wert verkauft, denke ich mir mal. Weil das musste ja weg, wenn man die Raten nicht mehr zahlen kann. Aber das sind alles Werte, das sind alles, ja, das war schön, weil das war ein Projekt von mir. Das habe ich mit Herz gemacht, aber was weg ist, ist weg. Da muss ich nicht mehr jammern jetzt. Auch seine Mutter ist weg, gegangen. Sie starb, als er in Haft war. Eine Möglichkeit, sich von der schwerkranken Frau zu verabschieden, wurde ihm nicht eingeräumt. Kein Ausgang für einen wie ihn. Zur Beerdigung, na, da hätte ich keine Chance gehabt. Da war ich ja noch in Untersuchungshaft. Da hieß es, geht nicht. Ich hätte sie gerne noch ein paar Mal gesehen, bevor sie gestorben ist. Hätte mich gerne noch mit ihr unterhalten. Das war ja dann alles nicht mehr möglich von heute auf morgen. Dass nun wieder viel geht, ist das Verdienst von Regina Rick. Die Münchner Anwältin kämpft seit Jahren für seine Rechte. Hunderte Briefe und Mails, hunderte Stunden über Akten ordnen. Es sind schon fast 3 Regalmeter mittlerweile an Akten. Weitere werden nun bald dazukommen. In den Ordnern befinden sich fast unglaubliche Schlampereien der Ermittler. Verschwundene entlastende Beweismittel, zum Beispiel die Sache mit der Armbanduhr. Die alte Frau trug eine, als sie gefunden wurde. Diese Uhr wäre ein wichtiger Hinweis für den Todeszeitpunkt gewesen. Also die alte Dame hatte eine goldene Uhr an, die war wohl nicht wasserdicht. Das bedeutet, diese Uhr ist mit Sicherheit stehen geblieben, als sie ins Wasser gelangte. Diese Uhr ist ihr auch abgenommen worden, darüber gibt es eine Aktennotiz. Alles ist fotografiert worden, nur komischerweise die Uhr nicht, jedenfalls ist das Foto nicht da. Und die Uhr ist dann auch in den Asservaten nie wieder aufgetaucht. Das Gericht hat immer behauptet, Frau Kortüm hätte keinen Grund gehabt, Badewasser einzulassen, hatte sie aber doch. 2 weitere Beweismittel hätten Genditzki diesbezüglich entlasten können. Sie wurden einfach weggeworfen. Beutel, möglicherweise mit verkoteter Krankenhauswäsche. Frau Kortüm badete nicht, hatte aber die marotte Schmutzwäsche stets vorher einzuweichen. Dazu kommt, neue Gutachten für ein Wiederaufnahmeverfahren hat das Landgericht jahrelang abgelehnt. Mit 2 thermodynamischen Gutachten wies Regina Rick nun den genauen Todeszeitpunkt nach. Als frühester Zeitpunkt wird 15.45 Uhr oder 15.27 Uhr errechnet. Ab 15.09 Uhr fuhr Genditzki aber Auto, er kann es nicht gewesen sein. Und ein weiteres biomechanisches Gutachten beweist, dass die Lage und Verletzung der Leiche absolut mit einem Sturz in Verbindung zu bringen sind. Einen Unfall hatte das Gericht aber immer ausgeschlossen. Das war wohl so der zentrale Punkt. Da hat man einfach, man nennt es ja richterliche Überzeugung, ja, nicht daran geglaubt, dass die, wenn sie in der Mitte von der Badewanne steht, sich diese beiden Kopfschwartenhämatome holen kann und auch so liegen bleiben kann. Das konnte sich das Gericht nicht vorstellen.
Und deswegen hat es den Herrn Genditzki verurteilt. Wegen der Gutachten ist Genditzki seit 8 Monaten frei. Es gibt keinen dringenden Tatverdacht mehr. Man hätte ihn endgültig freilassen können, aber das Landgericht München will sein Gesicht wahren oder um Schadenersatzansprüche herumkommen. Die Anklage erneut: Mord. Der Herr Genditzki muss jetzt noch mal 20 Hauptverhandlungstage erdulden, weil die bayerische Strafjustiz offensichtlich immer noch nicht aufgibt. Die Staatsanwaltschaft hätte ja beantragen können, dass er nach der Probationsverhandlung freigesprochen wird. Es geht auch im Beschlusswege, aber nur mit der Zustimmung der Staatsanwaltschaft. Die hat sie nicht erteilt, im Gegenteil. Die Staatsanwaltschaft hat sich nach wie vor gegen eine Freilassung vom Herrn Genditzki gewendet. Und deswegen müssen wir jetzt den ganzen Prozess noch mal durchstehen. Haben Sie auch Angst? Nein, ich habe keine Angst. Wovor soll ich Angst haben? Nach 13 Jahren und 7 Monaten habe ich keine mehr. Im Moment ist Manfred Genditzki nur glücklich, dass er seine Kinder und seine Frau wieder hat. Nach 4.912 Tagen in der Einzelzelle.